Nur der HSV gilt nicht in der Oberliga Hamburg. Hier will Eimsbüttel die Relegation dingfest machen. Die Mannen von Trainer Atamimi liegen auf der Pole Position. Weil die ersten beiden der Tabelle Sasel und Dassendorf nicht aufsteigen wollen, hat Eimsbüttel alles selbst in der Hand. Selbst ein Unentschieden gegen die dritte Garde des HSV reicht, um in die Relegation einzuziehen. Hier die beiden Kapitäne Nikro und Questein noch bei der Begrüßung des Schiedsrichters Murat Yilmaz. Beste Stimmung gab es auch hier bei regnerischem und windigem Wetter. Wir gehen jetzt aber erstmal rüber nach Altona, denn da wollen die Gastgeber in den schwarz-rot-weißen Trikots Eimsbüttel maximal unter Druck setzen. Klar ist, nur bei einer Niederlage des ETV hat Altona noch Chancen, in die Relegation einzuziehen. Die Gäste aus Kurzlack in den blauen Trikots wollen da natürlich nicht mitspielen. Allerdings sind sie schon abgestiegen. Also klarer Favorit hier die Hausherren, die von rechts nach links agieren. Jetzt aber erstmal diesen Konter abwehren müssen. Das ist Wilhelm. Legt da ab auf Rogge. Der nimmt Maß, aber der Schuss völlig verzogen. Bleibt hier zu Beginn beim 0:0. Wir springen rüber zum Aufstiegsfavoriten Eimsbüttel. Und das ist Igwe und das ist die erste Duftmarke des Tabellendritten. Schuss noch abgeblockt. Aber Eimsbüttel reißt hier das Zepter sofort an sich. Akiol mit der Aktion. Aber der Keeper der Hausherren, Tobias Müller, ist da. Wird hier in diesem Spiel sehr gefordert sein. Wir springen aber erstmal rüber nach Altona, denn da passiert schon was. Riesenchance und dann das 1:0 für den AFC. Jerry Mickelwachter in der 16. Spielminute bringt er die Spieler aus dem Bezirk Altona in Führung. Tohu Wabohu im Strafraum des Tabellenletzten. Dann steht es hier 1:0. Wir gehen aber rüber, denn hier steht es noch 0:0. Eimsbüttel zurzeit immer noch auf dem dritten Platz. Und sie kommen auch hier und wollen das 1:0 machen und machen es dann auch. Can Deniz Yildiz, 18. Spielminute. Mehr als 2 Tore pro Spiel schießt der ETV. Hier sieht die Hamburger Abwehr nicht gut aus. Und dann muss er nur noch reinlegen. Wichtiges Tor. Wir gehen wieder rüber nach Altona. Absoluter Traumpass. Und dann dieser Kopfball. 2:0. Buja Seydija mit dem Tor. 22. Spielminute. Und das war hier schon überfällig. Altona drängt den Tabellenletzten hinten rein. Die Abwehr sieht hier ganz schwach aus bei den Gästen. Torwart Giese dann völlig chancenlos und dann steht es hier 2:0. Altona macht seine Hausaufgaben. Kurzlack wird weiter unter Druck gesetzt. Was für ein Patzer von Giese und dann steht es hier aber mal ganz schnell 3:0. Doppelpack für Seydija. Nur eine Minute nach seinem ersten Tor, Altona 93, tut alles, was sie tun können, um hier nochmal Druck auszuüben auf die Herren, die hier in Rot-Weiß unterwegs sind. Eimsbüttel allerdings selbst auch sehr, sehr stark, kommen immer wieder mit feinem Kombinationsspiel. Dominik Akiol, der Topscorer des ETV, hier glücklos. Klar ist auch, ein 2:0 würde natürlich die Gemüter beruhigen. Dann dieses Foulspiel von Jordan. Der Hamburger tritt nochmal drüber und dann der Freistoß, der darauf folgt und die Riesenchance für Akiol. Trainer Atamimi heizt seine Männer nochmal auf. Er weiß auch, das Spiel ist immens wichtig. Dann mal der HSV, von dem nach vorne absolut wenig zu sehen ist. Das ist wieder Jordan eben noch hinten. Jetzt aber auch vorne ohne Zielwasser. Insgesamt der HSV zu harmlos. Dann nochmal der ETV kurz vor der Pause. Das ist Bolz, der ihn aber genau auf Tobias Müller schießt. Wenn wir hier von Dauerdruck
des Tabellendritten sprechen, ist das noch untertrieben. Nächste Offensivaktion. Azare mit der hundertprozentigen. Der hätte drin sein müssen. So geht's mit dem knappen 1:0 aus Sicht des ETV in die Pause. Übrigens gibt es auch eine sehenswerte Kurzdokumentation über den Aufsteiger auf unserem Kanal. Checkt das bei Gelegenheit aus. Wir gehen jetzt rein in den zweiten Durchgang in beide Partien. Zuerst nach Altona, wo sich die Männer nochmal einschwören. Der Tabellenletzte aus Kurselak mittlerweile 114 Gegentore kassiert in dieser Saison. Defensiv extrem anfällig und durch solche leichten Fehler kann dann Altona hier gleich auf 4:0 stellen. Mino, Claude, Exhorst, Zimba, Eggers mit dem Treffer. Natürlich müssen sich das die Männer aus dem Bezirk Bergedorf selbst zuschreiben. 4:0 also für Altona. Was macht Eimsbüttel? Sie machen alles richtig. Das 2:0. Diesmal ist Azare da. 66. Spielminute und die Erleichterung ist den Akteuren anzusehen. Diesmal schaffen sie es, die Hamburger zu überwinden. Und dann spielen sie frei auf. 3:0. Samuel Abiodun Olyasoye. 79. Spielminute. Der Eimsbüttler TV macht die Relegation dingfest. Das ist natürlich bitter für Altona, die hier alles auch selbst richtig machen. Das 5:0 gegen eine löchrige Abwehr. Randy, Manu, Chiamena auch in der 79. Spielminute. Doch es wird alles nichts mehr helfen. Das Torverhältnis ist sowieso schon deutlich schlechter beim AFC. Und da der ETV so hoch führt, können sie hier Tore schießen, wie sie wollen. Fakt ist aber, das machen sie auch. Nächste Chance, nächstes Tor. 6:0 für den Tabellenvierten. Doppelpack nochmal für Giamena. 84. Spielminute. Altona wird die Saison würdig abschließen. Allerdings auch in der nächsten Spielzeit definitiv in der Oberliga Hamburg agieren. Gästekeeper Giese natürlich bedient. Und wir gehen nochmal rüber zum Tabellendritten. Der hier auch nochmal einen draufsetzt. Das 4:0. Aus kurzer Distanz kann man den natürlich nur schwer daneben schießen. Niklas Beer, 89. Spielminute. Und damit ist hier alles klar. Am Ende sind es 73 Punkte, die der ETV als Aufsteiger in dieser Saison sammelt. Die Männer aus Eimsbüttel mit einer überragenden Saison. Dasselbe gilt natürlich auch für Altona, die am Ende trotzdem mit dieser Enttäuschung leben müssen. Am Ende wird es Platz 4 werden für den AFC. Zum Abschluss nochmal 6 Spiele ohne Niederlage. Starkes Finish, aber ein noch stärkeres hat der ETV. 4:0 wird die dritte Garde des HSV abgefertigt. Und damit ist die Relegation sicher. Wir hören in der Folge die Stimme zum Spiel. Ist ein Stein sozusagen vom Herzen gefallen, weil natürlich war der Druck da. Wir haben so eine gute Saison gespielt und wenn wir uns am Ende des Tages dann damit nicht so belohnt hätten, wäre es ein fader Beigeschmack. Wir wussten gar nichts, was in Altona abgeht, weil am Ende des Tages müssen wir auf uns schauen, weil wir können nur die Dinge beeinflussen, die wir machen. Unabhängig davon, was Altona macht oder Verein XY, immer darauf schauen, was wir beeinflussen können und was für uns wichtig ist. Erstmal am Wochenende feiern, das haben die Jungs sich redlich verdient nach der langen Saison. Die Bilder sprechen für sich. Erstmal Party und dann voller Fokus auf die Relegation.